Also, eine Holzpuppe, ja, das ist irgendwie wild für mich. Tatsächlich finde ich am spannendsten, wie wir so die Körperlichkeit gefunden haben für Pinocchio. Das war schon auch nicht so in einer Probe gelöst, sondern das war so ein ganzer Prozess und es hat total viel Spaß gemacht. Also wir haben uns dann so für jede Emotion so ein bisschen überlegt, wie könnte da so eine Puppe reagieren und wie freut sich Pinocchio, wie ist Pinocchio traurig, wie setzt sich Pinocchio hin als Puppe. Genau, das ist sehr cool und macht total viel Spaß. Ja. Pinocchio, finde ich, ist eine total coole Figur, die voll viel Spaß macht und glaube ich auch, wo viele Leute sich so eine Anbindung zu finden, also nicht nur Kinder, irgendwie auch Erwachsene, weil Pinocchio einfach so eine offene, lebensfreudige Figur ist, die so neugierig ist und die Welt gerade so frisch entdeckt. Und ich finde, irgendwie macht das, also mir macht das total viel Freude, Pinocchio zu spielen, weil ich irgendwie dadurch auch nochmal so einen neuen Blick irgendwie so auf viele Sachen. So, wenn ich so durch die Straße gehe, bin ich so, ach ja, schön. Das nehme ich dann auch manchmal so ein bisschen mit. Also ich glaube, da können voll viele Leute so andocken. Es gibt so einen Film mit echten Menschen. Und den habe ich damals gesehen im Fernsehen. Und irgendwie, also hat mich das total mitgenommen. Auch so, ich habe mir dann nochmal den Trailer angeschaut und in dem Film ist es auch so, Pinocchio ist da auch so irgendwie so total menschlich und das fand ich irgendwie total schön. Also indem das Pinocchio so eine Holzpuppe ist, wirkt Pinocchio da so menschlich und eben auch diese Lebensfreude. Und am meisten ist mir aber tatsächlich der Moment nicht mit der Nase im Gedächtnis geblieben, sondern der Moment, wo Pinocchio sich in einen Esel verwandelt, weil es so gruselig war. Also das war da auch so. In Paradeisien, die sind da auf einer Achterbahn und fahren dann da durch so einen Tunnel und in diesem Tunnel wird Pinocchio zum Esel und ich war das so gruselig damals als Kind. Ja, das ist mir sehr hängen geblieben. Und natürlich die Kika-Serie habe ich auch mitgenommen, auf jeden Fall. Also eigentlich macht mir das persönlich die meiste Freude, vor Schulklassen zu spielen, weil ich das Gefühl habe, die sind Kinder oder die ZuschauerInnen sind so viel freier, habe ich das Gefühl, weil sie halt so im Klassenverband kommen und irgendwie haben sie da ihre Leute an ihrer Seite und nicht die Eltern so nebendran. Und ja, die spielen da richtig mit. Also die haben da auch wie so eine Rolle im Stück. Die versuchen, Pinocchio zu helfen und versuchen dann irgendwie noch zu sagen, so, hey, schau mal, da hinten ist jemand und pass mal auf und so. Und das macht total viel Freude, weil man dann halt auch noch viel mehr in den Dialog tritt und ja, weil dann halt auch jede Vorstellung anders ist und man muss halt spontan reagieren und manchmal reagieren die Kinder an der Stelle und manchmal an der anderen Stelle und man kann gar nicht so richtig vorhersehen, was so wirklich dann passiert. Ja. Das kann ich, glaube ich, gar nicht so mit einer Sache beantworten, weil, also ehrlich gesagt, ich finde schon die meisten Stationen ziemlich cool, muss ich sagen, und machen ziemlich viel Spaß. Also die Taube zum Beispiel, wenn ich fliege, das finde ich so ein schönes Bild. Also das macht mir total viel Spaß. Oder das Meer, wenn dann dieses Riesentuch kommt mit der Welle und wir werden da so verschluckt und enden dann im Haifischbauch und so. Aber ich glaube, so richtig viel Spaß macht es mir, wenn Pinocchio verpasst ja gerade so Geppetto mit dem Brot und ist dann ganz traurig und so aus dieser Tiefe von Traurigkeit kommt dann plötzlich Arlecchino ums Eck und mit seiner Trompete und das macht mir total viel Spaß, weil irgendwie diese Freundschaft zwischen Arlecchino und Pinocchio ist so, ja, so herzlich einfach und macht total viel Spaß, das zu spielen und genau, also ich glaube, da habe ich mit die meiste Freude.